Dieser Zettel hat sich wohl als nützlich erwiesen. Und was ist mit diesem hier? Wer oder was steht eigentlich auf eurem Zettel? Nun ja, ich habe aktuell mehrere Zettel und heute zeige ich euch einen davon. Und zwar zeige ich euch heute die Top 10 der Spieler, die der Bundesliga aktuell ein Tor oder mehr schuldig sind. Das heißt Spieler, die regelmäßig zu aussichtsreichen Chancen kommen, aber bisher noch nicht getroffen haben und daher bei Comunio wahrscheinlich unterbewertet sind und daher als Geldanlagen und kurzzeitige Punktemonster zu empfehlen sind. Auf Platz 10 haben wir St. Paulis Eggestein, 0,93 C aktuell für nur 3 Millionen zu haben. Hat nach 5 Spieltagen schon 9 Punkte, also auch ohne Tor immer 1 oder 2 Punkte, was gut ist, aber was noch besser ist. Jedes fünfte bis sechste Spiel wird es voraussichtlich klingeln, daher jetzt noch schnell kaufen. Für alle, die neu zum Kanal dazugestoßen sind, sollte euch im Detail interessieren, wie wir diese Listen erstellen, dann klickt euch gerne mal durch diese Playlist. Sie nennen es Moneyball. Moneyball? Ja, ist ja auch eine hübsche Theorie, aber sie funktioniert einfach nicht. Billy Beane hat dieses Team nach den Ideen eines gewissen Bill James zusammengestellt. Genau. Dieser Mann hat ein interessantes Buch über Baseballstatistiken geschrieben. Er hat versucht, eine ganz neue Strategie auszuprobieren. Das ist mutig, aber das funktioniert nicht. Weiter und im Schnelldurchlauf haben wir Don mit einem 0,95xC, Wert hat aber bereits einen Marktwert von 10 Millionen, daher eher nicht zu empfehlen. Auf der 8 Moni vom FCA mit 0,97 unbedingt jetzt noch kaufen, bevor er am Freitag trifft. Gleiches gilt für Wimmer auf der 7 mit 0,98 ebenfalls fällig für ein Tor. Auf Platz 6 haben wir Daksch auch mit 0,98, aber das wüsstet ihr auch ohne XC-Starts, dass dort bald wieder ein Tor ansteht. Auf Platz 5 Hofmann. In seiner Debütsaison lange Zeit overperformed, bis sich mit der Zeit sein Wert wieder ausgeglichen hat und er am Ende 8 Saisontore erzielte. Unabhängig davon, auch wenn er nicht trifft, punktet er also bis 5 Millionen auf jeden Fall zuschlagen. Auf Platz 4 hätten wir Jordan mit 1,08 hier auch bis 5 Millionen zu empfehlen. Auf Platz 3 aber denke ich trotzdem zu teuer ist Ekitike mit 1,70, also fast 2 Tore. Unter den Erwartungen wird das aber demnächst wieder ausgleichen. Und auf Platz 2 für aktuell 13,5 Millionen haben wir Enzo Milliot mit einem 1,95xC-Wert, also 2 Tore unter seinen Erwartungen. Und er hat generell in der Bundesliga den bisher höchsten XC-Wert produziert, also nach 5 Spieltagen 4,95. Zum Vergleich Gyrassi und Kane liegen beide etwa bei 3,50. Calcio Berlin hat erst dieses Video hier gebracht und die Zahlen sagen ganz klar. Und auf Platz 1 haben wir den Frankfurter Chaby mit einem 1,96 Wert für 7 Millionen noch zu haben, liefert trotz ohne Torbeteiligung bereits 18 Punkte nach 5 Spieltagen. Also wenn er jetzt gegen den FC Bayern am Sonntag seinen ersten Scorer macht, wird er über die Länderspielpause auf plus 9 Millionen ansteigen. Daher kauft ihn euch noch und traut euch auch ihn gegen die Bayern aufzustellen. Viel Erfolg euch am 6. Spieltag bis nach der Länderspielpause. Moneyball? Ja, ist ja auch eine hübsche Theorie, aber sie funktioniert einfach nicht. Billy Beane hat dieses Team nach den Ideen eines gewissen Bill James zusammengestellt. Genau. Dieser Mann hat ein interessantes Buch über Baseballstatistiken geschrieben. Er hat versucht, eine ganz neue Strategie auszuprobieren. Das ist mutig, aber das funktioniert nicht.